Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Ich wurde gefragt, wie das mit dem RS485 Bus bzw. mit den Master- und Slave-Geräten bei AKY Tech aussieht. Möchte ich kurz erklären. Es gibt prinzipiell drei verschiedene Gruppen. Es gibt einmal Geräte wie das PR200 und das SMI200, wo Master und Slave sein können. Dann gibt es Geräte wie die IO-Module, die nur Slave sind und natürlich auch Fühler und Sensoren, die auch immer Slave sind. Und die dritte Gruppe ist, sage ich mal, Programmiergeräte und Netzteile, wobei das Netzteil jetzt nicht von AKY Tech kommt. So, die PR200 kann als Standalone-Gerät genutzt werden. Sprich, das PR200 kann so wie es hier ist verwendet werden und braucht nichts anderes. Es kann aber auch in einem größeren System ein Slave-Gerät sein und damit wird es im Prinzip zu den Slave-Geräten gezählt. Das heißt, es ist ein reines IO-Modul, wobei natürlich auch Software drauf sein kann. Die rein IO-Module, also Analog- und Digital-Module, die sind immer Slave. Das heißt, diese Bauteile brauchen, um angesprochen zu werden, brauchen die grundsätzlich entweder eine PR200 oder ein SMI200. Um die IO-Module programmieren zu können, brauche ich grundsätzlich ein Programmiergerät. Denn ich muss die Netzwerkadresse eingeben, ich muss sagen, was die Ein- und Ausgänge sind und so weiter. So, das SMI200 kann ich als Slave-Gerät benutzen und habe dann rein eine Anzeigenfunktion, also habe da im Endeffekt eine bessere Anzeige. Es kann aber auch als Mastergerät genutzt werden, aber nicht als Standalone, denn es hat ja keine Ein- und Ausgänge. Das heißt, wenn ich das SMI200 als Master verwende, brauche ich immer ein Slave-Gerät, wo die Ein- und Ausgänge schaltet. Also brauche ich immer ein Slave-Gerät, wobei das Slave-Gerät eben auch ein PR200 sein kann. So, wozu das Netzteil? Sage ich auch gleich. Wenn ich eine SMI200 verwende, brauche ich ganz grundsätzlich ein Netzteil. Denn die SMI200 läuft mit 24 Volt. Genauso wie alle IO-Module laufen auch mit 24 Volt. Die PR200 hat einen 24 Volt Ausgang. Da muss ich aber darauf achten, dass ich die Leistung nicht überschreite. Das heißt, wenn ich 16 Ein-Ausgang-Module dran habe und vielleicht noch welche Fühler und Zeug, irgendwas, dann reicht irgendwann die Spannungsversorgung von der PR200, die 24 Volt, nicht mehr. Zusammenfassend kann man sagen, diese beiden Geräte hier können Master und Slave sein. Die SMI200 braucht immer ein Ein- und Ausgabemodul, wobei das natürlich auch theoretisch nur ein Fühler sein kann, der eine Temperatur und die Feuchte anzeigt. Die PA200 kann komplett standalone betrieben werden, kann aber auch als Mastergerät alle Ein-Ausgang-Module und zum Beispiel die SMI als Anzeige verwenden. Das heißt, wenn ich das im Schaltschrank drin habe, kann ich die als Feldgeräte irgendwo sitzen haben und das hier in meinem Schaltschrank drin einfach als Anzeige drin haben. Genau. Wie gesagt, um die hier zu programmieren, also um die Voreinstellung vorzunehmen, brauche ich grundsätzlich eben das Programmiergerät. Genau. Ich hoffe, ich konnte da etwas Licht ins Dunkel bringen. Bei weiteren Fragen einfach fragen. Ich glaube, wenn man es mal drin hat, ist es ganz einfach mit Master und Slave und mit Standalone. Das ist das einzige Gerät, was Standalone funktioniert. Sowohl das SMI200 wie auch die IO-Module brauchen quasi immer ein anderes Modul. Das Programm auf die IO-Module, es gibt prinzipiell kein Programm für diese Module, denn ich sende über den Bus, entweder von der PA200 oder von der SMI200, immer über den RS485-Bus lese ich entweder, was hat der Eingang gerade oder was hat der Ausgang gerade. Und ich schreibe, setz diesen Ausgang dahin, lese diesen Fehlercode aus und so weiter. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit AKY Tech, einer super Hardware und auch einer super Software.